Ein Dachzelt ist eine tolle und preisgünstige Möglichkeit, aus fast jedem PKW einen Camper zu machen. Doch worauf muss man achten? Welche Typen gibt es? Gebraucht oder neu? Ich habe zu diesen und vielen weiteren Fragen ein Interview mit Kai gemacht, der langjähriger Dachzeltprofi ist. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Van for Five Life. Heute gibt's mal kein Reisevideo, sondern ein Vorstellungsvideo, diesmal zum Thema Dachzelte. Wir waren ja auf dem Campingplatz Löderup Strand in Südschweden und dort gemeinsam mit Kai und Julia, und die haben ja auf ihrem VW Bulli ein Dachzelt. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt, als innerhalb einer Stunde 4 oder 5 Leute vorbeikamen und sich dieses Dachzelt mal anschauen wollten. Kai kam da gar nicht mehr aus so einem Vorführmodus raus. Und da habe ich gedacht, dass das für euch vielleicht auch ein interessantes Thema sein könnte und habe Kai gebeten, für uns und euch eine exklusive Beratungstour zu machen. Das hat er sehr gerne gemacht und darum geht es im heutigen Video. Es ist übrigens ein Ocean Cross von North Cape. Das gibt es so nicht mehr neu zu kaufen, aber vielleicht ist gebraucht ja sowieso besser. Auch darum soll es im heutigen Video gehen. Es gibt aber auch vergleichbare Dachzelte neu im Handel zu kaufen, zum Beispiel das Freedom Light von Kido, das kostet so um die 1500 Euro. Das ist zwar ein Witz im Vergleich zum Preis eines neuen oder auch gebrauchten Campervans und macht ja aus jedem PKW dann im Prinzip einen Campervan, aber auch hier kann man ja vielleicht durch den Gebrauchtkauf noch etwas sparen. Jedenfalls habe ich bei Kais Tour sehr viel gelernt. Was ist der Unterschied zwischen Softtop und Hardtop? Kann man da noch einen Gepäckträger drauf machen? Muss man die Bettwäsche rausnehmen oder kann man sie drin lassen? Wie lange dauert der Aufbau? Und so weiter und so weiter. Diese und weitere Fragen beantwortet Kai jetzt in der kleinen Tour. Kommt einfach mit. Ich stehe jetzt hier in Südschweden beim Campingplatz Löderup. Und ihr seht hier hinter mir einen Camper mit einem Dachaufbau und ihr seht noch etwas, nämlich Kai. Den kennt ihr vielleicht noch von unserer Tour ins Lipperland. Wir haben uns jetzt hier in Südschweden getroffen und Kai und Julia haben einen Camper mit einem Dachzelt. Das hat hier am Campingplatz schon viel Aufsehen erregt. Deshalb möchte ich euch das gerne mal zeigen. Das ist nämlich total cool. Man kann da mit einem normalen Bulli, der kein Hochdach hat oder Aufbau hat, sozusagen nachträglich aufrüsten mit einem Doppelbett. Und das ist total bequem und praktisch. Und man kann das sogar elektrisch, Kai, wenn ich mich nicht irre. Ja, bei dem ja. Kann man das sogar elektrisch aufbauen. Und das ist eigentlich ein vollwertiger Schlafplatz dann. Was wiegt denn sowas, Kai? Also das hier ist angegeben mit 52 Kilo. Andere Modelle gehen hoch bis 60, 65 vielleicht. Aber das kriegt man fast auf jeden PKW und Kombi drauf. Und Bullis haben in der Regel 100 Kilo Dachlast. Also, aber zwei Leute braucht man dann schon, um das runterzukriegen, ne? Um es runter und drauf zu kriegen, zwei Leute, das geht dann aber. Zwei Männern kriegt man das hin. Okay, ja super. Und der Stromanschluss mit dem Motor, ist da ein Akku drin oder muss man das in die Bordbatterie anschließen? Zigarettenanzünder, den steckt man kurz ein. Also es ist aber auch selten Elektroantrieb, ist auch nicht wirklich sinnvoll, gab es bei dem Zelt nicht anders. Inzwischen wird das meistens mit Gasdruckfedern gelöst, wesentlich einfacher. Ich habe auch verstanden, genau dieses Modell gibt es nicht mehr auf dem Markt, ne? Nee, das ist so ein Hybridmodell. Also viele sind ja zum Aufklappen, nicht seitlich aufklappe. Das hier geht nur nach oben auf. Ich brauche also viel Dachfläche. Es gibt solche Modelle noch, sind auch gerade wieder in von iCamper zum Beispiel. Aber wir fanden das gut, dass das wirklich nur nach oben aufgeht. Ist aber Ansichtssache. Also da gibt es inzwischen sehr viele Modelle. Mhm. Ja, okay. Und muss man da einen speziellen Dachgepäckträger haben, der das tragen kann? Oder kann das jeder Dachgepäckträger? Nee, das kann jeder Dachträger. Man braucht auch eigentlich nur zwei Befestigungen, also zwei Querträger. Wir haben 4 drauf, weil wir sehr viel damit unterwegs sind mit 3 Leuten. Aber das wird auch mit 2 gehen. Früher hatten wir das auf einem Kombi, da waren auch tatsächlich nur 2 drauf. Mhm. Ich sehe, das passt sogar bei euch vorne noch eine Dachbox drauf, zusätzlich, ne? Ja, wobei die Dachbox, die haben wir selbst gebaut, die gab es nicht in der Größe, deswegen mussten wir da ein bisschen selber Hand anlegen. Ist noch ein Solarpanel drauf, oder? Da ist noch ein Solarpanel drauf, damit wir wirklich dann auch länger autark stehen können.
Aber da gibt es bei kleineren Modellen, kriegt man das auch anders hin mit einer normalen Dachbox. Mhm. Es ist echt eine coole Kombination. Gut, das ist ein Selbstbau. Wahrscheinlich gibt es das dann auf dem Markt gar nicht sowas als Zusatzbox. Die Dachbox gibt es so nicht, nein. Dann muss man, also wenn man wirklich den Platz auf dem Dach besser ausnutzen will, muss man so ein Klappmodell nehmen. Das ist dann halb so groß etwa im zusammengeklappten Zustand. Und dann kriegt man auch normale Dachboxen noch davor oder dahinter. Aber wir hatten das nun mal, weil wir es früher vom PKW noch hatten. Das ist halt das Schöne bei den Dachzelten. Neuer Bulli, neuer PKW, du nimmst es mit. Das kann also auf jedes Auto. Der Hersteller sagte damals, er hat eins in der Größe sogar schon mal auf dem Twingo montiert. Optisch weiß ich nicht, aber es funktioniert. Das ist dann ein Dachgepäckträger oder in der Dachbox mit Rädern sozusagen. Ja, ne? Ja, genau. Dürfen wir da mal reingucken? Aber klar. Dann kommt mal mit, gucken wir mal, wie das aussieht. Also es ist ganz bequem hier der Einstieg. Und es gibt rundum Moskitonetze. Und natürlich auch die entsprechenden Planen zum Verschließen. Hier vorne gibt es auch so einen Überhang. Und wir haben auch schon gemerkt, und ich gehe mal zur Seite, dann kann ich das besser zeigen. Von hier oben kann man das Meer sehen, von unserem Platz aus, wo wir jetzt sind. Das ist ein weiterer Vorteil von den Dachboxen. Man hat eine richtig schöne erhöhte Position und kann von oben richtig gut gucken. Und im Sommer ist es natürlich auch schön, wenn man gut durchlüftet ist, ne? Allerdings ist es im Winter wahrscheinlich dann auch ziemlich kalt. Im Winter ist es kalt. Es gibt sogar einige Modelle, da kannst du noch so ein Decken-Inlay reinmachen, dass es ein bisschen wärmer wird. Also wir haben Bekannte, die auch wirklich bei minus 5, minus 10 Grad maximal noch im Dachzelt schlafen. Wir ziehen dann persönlich meistens nach unten in den beheizten Bulli. Ja. Aber für den Sommer ist das Ding genial. Du musst nicht viel umräumen, du musst nicht viel umbauen. Du hast also unten deine Wohnfläche, deinen Essbereich oder was auch immer du haben möchtest und hast oben das Dachzelt. Ja. Und ich habe das ja schon gesehen, als ihr das aufgebaut habt. Und das hat nicht länger als 10 Minuten gedauert. Da ist man da oben praktisch einsatzbereit. Genau, und das ist schon lange, weil das noch eins mit Plane ist. Also man legt das zusammen und dann zieht man so eine LKW-Plane drüber. Es gibt aber auch Hartschalenmodelle, die wirklich oben eine Hartschale drauf haben. Die klappt man zusammen wie so ein Hubdach von einem normalen Bulli auch. Das geht halt noch viel schneller, da muss man halt gucken. In die Hartschalen passt meistens dickes Bettzeug nicht mit rein. Das muss ich dann rausnehmen nach unten. Bei den Planenaufbauten habe ich natürlich ein bisschen Spielraum. Also wir können bei dem oben die ganzen Bettdecken, Schlafsäcke drin lassen. Anziehsachen, irgendwie Trainingsanzug oder so, können wir alles oben drin liegen lassen. Ja. Klasse. Gut, dann machen wir jetzt noch, gehe ich noch einmal rum und dann vielen Dank. Das ist eine gute Lösung. Bitte, gerne. Guck mal, das ist die Dachbox. Wenn ihr Kais Dachzelt mal live sehen wollt und ihn persönlich befragen möchtet, dann besucht doch Kai und Julia mal auf ihrem Stellplatz am Apenberg. Ich verlinke euch mal das Video dazu hier oben, das ich ja vor einiger Zeit gedreht habe. Eine Zusammenfassung der Infos habe ich euch übrigens unten in die Videobeschreibung gepackt. Da sind die wesentlichen Punkte und auch die Namen der Modelle nochmal drin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, vielleicht auch ein Abo und die Glocke könnt ihr drücken, wenn ihr über neue Videos informiert werden wollt. Alles Gute, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Video, euer Ingmar.